Es ist ein Ort, der einen fast magisch anzieht. Der Hexenmarkt von La Paz. Hier müssen wir für unsere Reise aufs Dach der Anden vorbei, beteuert Cecilia Yusko. Cecilia ist keine gewöhnliche Indigene, sie ist Bergsteigerin. Und gerade auf der Suche nach einer Opfergabe für den nächsten Aufstieg. Diese besteht vor allem aus bemalten Wachsstücken. Die bringen uns Glück, damit wir Kraft haben und uns nichts zustößt, oben in den Bergen. Noch etwas Alkohol drüber, fertig. Es kann losgehen, raus aus La Paz, einer Stadt auf knapp 4000 Meter Höhe, umringt von Andengletschern. Einer davon der Huayna Potosí. Ein mächtiger 6000er. Hierher würde eine Indigene wie Cecilia nie ohne ihre Mitbringsel vom Hexenmarkt kommen. Denn nur damit könne man die Geister der Berge besänftigen. Bevor es losgeht, muss der Opfertisch, gefüllt mit Kokablättern, Lamafell und Wachsstücken, brennen. Eine Gabe für Pachamama, Mutter Natur. Cecilia glaubt, dass dies Glück bringt, Gesundheit und sie beim Aufstieg schützt. Auch ich soll noch etwas Alkohol drüber schütten. Sicher ist sicher. Süßes wie Cola liebe Pachamama besonders. Beim Essen frage ich Cecilia, Elena und Dora, wie sie zum Bergsteigen gekommen sind, wo das doch bislang den Männern vorbehalten blieb. Ich war früher Trägerin für Touristen und habe deren Sachen zu den Hütten geschleppt. Damals aber bin ich nie zum Gipfel mitgegangen. Anfangs wurden wir diskriminiert. Man dachte, eine Frau mit Rock könne gar nicht aufsteigen. Doch wir haben gezeigt, dass man auch in den Kleidern es bis nach ganz oben schafft. Seit 5 Jahren führen sie als erste indigene Frauen Ausländer wie mich auf die Gipfel Boliviens. Traditionell ohne Funktionskleidung. Warum trägst du hier oben deine Röcke? Ich bin eine typische bolivianische Ureinwohnerin. Der Rock hält mich in den Bergen warm. Wie viele trägst du? Einen Überrock und 3 darunter, also 4. Auch auf ihren Aguayo, die Tragetasche, verzichten sie nie. Der Weg führt immer höher, die Luft wird immer dünner, wir knacken die 5000er-Marke. Zeit für ein bisschen Doping. Niemals gehen sie auf einen Berg ohne ihren Beutel mit Coca-Blättern. Jetzt ist auch für mich Zeit. Für Coca. Ab in die Backe. Hilft gegen die Höhe. Gegen die Höhensymptome. Zum Beispiel Kopfschmerzen und Herzrasen. Weiter oben der Gletscher. Jedes Mal, wenn die Frauen hier hochkommen, hat er sich weiter zurückgezogen, ist weiter geschrumpft. In wenigen Jahren um ein paar hundert Meter. Ich fühle mich schlecht, traurig, wenn ich sehe, wie klein unser Gletscher geworden ist. Wir machen uns große Sorgen, dass er in wenigen Jahren verschwunden sein könnte. Dann erreichen wir unser Etappenziel, die Schutzhütte auf 5200 Metern. Erst in der Nacht steht der Aufstieg zum Gipfel bevor. Dann muss das Wetter mitspielen und der eigene Körper. In einer Zone mit weniger als der Hälfte des Sauerstoffs als auf Meereshöhe. Drinnen wärmen wir uns auf. Mit Suppe und Coca-Tee. Die Bergsteigerinnen zeigen mir ihren größten Erfolg. Die Bezwingung des Aconcagua, des höchsten Gipfels Südamerikas, mit fast 7000 Metern. Dass jetzt auch die Frauen ganz hoch hinaus wollen, finden die männlichen Bergführer gar nicht so schlecht.
Ich bin sehr stolz, dass die Frauen unserem Beispiel folgen. Manchmal kommen sie sogar weiter als ich. Die Nacht ist kurz und nicht erholsam. Um 1 Uhr morgens wird es ernst. Jetzt gehen wir auf den Gipfel. Wir müssen uns beeilen und konstant und sicher aufsteigen. Wir quälen uns nur deshalb nachts bei Minusgraden hoch, weil dann der Schnee noch hart ist. La Paz wird zum Greifen nahe. Schon nach 1 Stunde lassen meine Kräfte nach. Das Herz pumpt im Grenzbereich. Nach 4,5 Stunden, es ist 6.30 Uhr, die ersten Sonnenstrahlen. Immer schwerer werden die Füße mit den Steigeisen. Mein Kameramann Juan Pablo und ich können kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf 5.900 Metern aufzugeben. Ja, wir müssen einfach ehrlich sein. 3 Tage Akklimatisierung und im Grunde kaum richtiges Training. Es war zu wenig. Ja, hoffentlich schaffen es Cecilia und Elena. Sie gehen jetzt da hoch. Es ist das letzte und schwerste Stück, steil und anspruchsvoll. Doch dank Pachamama schaffen es die Frauen bis auf 6.088 Meter. Echte Bergsteigerinnen eben.